Wasserschutzpolizei Bodensee, Warpo-Bodensee am Set. Da hinten, wenn man es sieht, die Polizeistation und neben mir jetzt gerade der Simon Verdelis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Er wird gerade richtig nochmal zurechtgemacht von der Maskenbildnerin. Wenn wir sie ganz kurz, wenn wir sie schon da haben, wer ist es denn? Wie heißt sie denn? Franziska Brunner. Franziska, sehr schön. Hat eigentlich, ist mir jetzt gerade vorhin so aufgefallen, jeder seine eigene Maskenbildnerin? Nee, wir haben hier zwei, an besonders beschäftigten, vollen Tagen haben wir drei. Okay. Und wer gerade Zeit hat und wer gemacht werden muss, das findet sich dann so. Sehr schön. Jetzt habe ich hier von Wikipedia ein bisschen was ausgedruckt. Neustadt an der Weinstraße geboren, 1990, das stimmt? Das stimmt. Also dann kann man Wikipedia doch schon glauben. Ne? Ja. Ja, und jetzt hier am Bodensee, wie wohl, ich sage jetzt einfach, bleib mal auf du, wie wohl fühlst du dich? Hier sehr wohl. Also ich weiß zwar nicht, wie es hier im Winter ist. Für mich ist ja immer Sommer hier, weil ich nur im Sommer da bin. Aber ich fühle mich hier sehr wohl. Man kommt schnell in Urlaubsmodus, wenn man mal einen Tag frei hat. Das denke ich doch. Ne? Ja. Und wird dann auch wirklich genutzt oder hat man da gar keine Zeit dafür so richtig wirklich? Ja, im ersten Jahr habe ich es wenig genutzt. Aber jetzt in dieses Jahr und letztes Jahr habe ich schon einiges gesehen und gemacht und auch so meine Lieblingsstellen da irgendwie gefunden. Ich habe jetzt im Vorfeld auch gelesen, irgendwie musstet ihr, glaube ich, alle, oder was heißt müssen, aber ihr habt alle, glaube ich, irgendwo so einen Bootschein da irgendwie gemacht, dass es auch ein bisschen authentisch wird, oder? Ist das richtig? Ja, das stimmt, genau. Und dann kann man jetzt so sämtliche Binnengewässer nutzen, oder? Ich glaube, man kann den Schein umschreiben lassen auf andere Binnengewässer, aber erstmal gilt er, glaube ich, nur für den Bodensee hier. Okay, gut. Aber dieses Jahr ist ein bisschen extrem schwierig. Das Wasser geht immer mehr und mehr zurück. Das stimmt. Wir mussten jetzt schon einige Motive irgendwie kurzfristig wechseln oder uns andere Lösungen einfallen lassen, weil das Wasser nicht hoch genug war. Dann wird es spannend, ne? Immer wieder ein bisschen improvisieren, genau. Ja, was macht das Spannende hier aus bei der Polizei, bei der Warpo-Polizei für dich jetzt? Also was ich an der Serie sehr mag, ist, dass es sich auf vier Ermittler konzentriert. Das ist ja bei anderen Formaten, stehen dann irgendwann so viele Figuren im Zentrum, dass man keiner mehr richtig folgen kann. Ich mag die Konstellation dieses Teams irgendwie sehr gerne, vor allem irgendwie mit meiner jungen Kollegin ergeben sich immer wieder sehr schöne Dynamiken. Genau, und ansonsten genieße ich natürlich sehr die Gegend hier, dass man nicht in einem Studio drehen muss, dass es hier meistens gutes Wetter ist und ja, die Abkühlung nicht weit. Ja, also es ist hier die Polizeistation, ja, natürlich für euch Polizisten eines und dann natürlich auch das Boot als solches, ne, wo ihr viel zu drehen habt. Das ist ja auch ein recht enger Raum, sage ich mal so, auf dem Boot. Wie muss man sich denn da die Dreharbeiten vorstellen? Sehr kompliziert, sehr lang und mit sehr wenig Toilettengängen. Also wir sind dann schon einige Stunden draußen auf dem Wasser, haben natürlich einmal das Spielboot, also das Polizeiboot, dann aber auch das Kameraboot. Die DLRG ist immer mit dabei. Dann haben wir noch ein Teamboot, wo Maske und Kostüm drauf Platz finden. Wir kommunizieren über Funk und fahren so zusammen, wie wir uns brauchen. Dann wechselt die Kamera natürlich vom Kameraboot auch aufs Boot, je nachdem, welche Einstellung gerade dran ist. Es ist viel in Boote hüpfen und viel ins Walkie-Talkie sprechen. Seekrank darf man da nicht werden dann, oder? Aber gut, der Bodensee ist ja jetzt nicht so gefährlich, denke ich mal, wenn man sich beispielsweise die Kollegen von der Küstenwache einst vorstellt. Ne? Das stimmt. Man muss aber vor allem gut eingecremt sein hier, denn der Sonnenbrand kommt dann schnell. Gab es schon mal brenzliche Situationen da irgendwie auf dem See, wo man sagt, das war jetzt ein bisschen doch gefährlich? Also nicht, dass jetzt wirklich die Alarmglocken angegangen sind, aber fahren und spielen gleichzeitig ist schon immer noch eine Herausforderung, weil ich natürlich auch sonst nie Boot fahre, außer wenn ich hier drehe. Und ansonsten, nee, das eine oder andere Boot wurde schon mal gerammt, aber da sind wir versichert. Aber noch untergegangen ist noch keiner. Ne? Und wirklich irgendwie beim Baden irgendwie eine gefährliche Situation auch nicht wirklich so. Ne? Nee. Okay. Da sind wir jetzt gespannt auf die neuen Fälle. 2019 wieder in der Vorabend ARD zu sehen, immer dienstags, ne? 18:50 Uhr. Also dann einschalten. Wasserschutzpolizei Bodensee, Warpo Bodensee in diesem Sinne. Euch eine schöne Sommerzeit noch. Viel Grüße vom Bodensee, würde ich sagen, oder? Tschüss. Das Wort hast du. Ja, einschalten, wie immer. Im ersten läuft es, ganz so ein Spruch. Genau. Genau, bis dann. Okay, super, danke. Danke.